Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin Paul. Ja, und zwar haben wir heute einen neuen Test, und zwar testen wir heute Mysterion. Natürlich nicht. Servus. Genau, wir testen nämlich einen weiteren Frambeur-Eistee. Mango Maracuja. Also, kennst du Mango Maracuja-Eistee? Noch nie getrunken, um ehrlich zu sein. Also, wenn ich drüber nachdenke, denk nicht. Ich glaube auch nicht, ich habe nur mal Mango-Eistee getrunken, das gibt es ja viel. Und Ananas-Eistee ist auch sehr selten, aber haben wir ja mal getrunken damals, von Fuse-Tee. Genau, Fabrown gibt es bei Orgida für 1 Euro oder auch bei Bodo. Mit Mango-Maracuja-Geschmack. So, man kann hier wieder Punkte gewinnen und dann irgendwelche Sachen einlösen. Wer möchte, kann es natürlich machen. So, Zutaten sind Fruchtkalk 0,15%. Ja, Wasser, Zucker, Säuregsmittel, Zitronensäure. Mangomark 0,15%, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure. Und natürlich Schwarzextrakt 0,12%, Säurelatte, Natriumcitrate und Aroma. Hier sind 28 Kalorien drin und davon Zucker 6,8 Gramm. Mega. Können wir auch machen. Oh. Riecht es nach Mango oder nach Plastik? Ja. Boah, das riecht richtig schön. Das riecht auch, also riecht lecker auch. Das riecht wie so ein sehr fruchtig auf jeden Fall. Und nach Mango, sehr starker, süßer Mango irgendwie. Ja. Ja, also ich finde, der riecht bis jetzt am interessantesten, wo man sich am meisten von erwartet. So. Ist natürlich keine Kohlensäure drin. Der ist sehr lecker auf jeden Fall. Ja. Also diese Maracuja ist irgendwie etwas komisch hier in diesem Tank. Das schmeckt natürlich trotzdem noch. Aber ich finde, irgendwie wäre es besser gewesen, wenn man das einfach nur ein Mango-Eistee gemacht hätte. Oder? Das wäre ganz nice eigentlich, Mhm. ja. Aber ich finde, oh, eigentlich hat es mir sehr gefallen sogar, Ja. also. Es ist nicht scheiße oder so, aber ich finde, die Maracuja passt irgendwie nicht so zu der Mango. Weil die Mango hat ja eher so einen süßeren Geschmack und die Maracuja ist etwas anderes im Geschmack. Ja, ist trotzdem super, aber von denen, die ich jetzt bis jetzt getestet habe, nicht so gut. Also ich würde das jetzt 7 Punkte geben. Ja, den gebe ich sogar 8 Punkte. Ah, cool. Also. Ja. Also 4 Bro Points gibt es auch natürlich hier zu gewinnen, wie gesagt. Kann man mal machen. Also ich würde jetzt trotzdem noch empfehlen, ja. Aber wenn ihr andere Sorten seht, holt euch gerne erst die anderen und dann als letztes diese Sorte. Naja gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.